So, wir kommen nun auf die Zielgerade mit unserem Kurs 1. In diesem letzten Modul wollen wir uns mit der Chemie der Reinigung beschäftigen. Gerne erläutere ich Ihnen, welche Faktoren bei der richtigen Auswahl von Reinigungschemikalien wichtig sind. Ich freue mich drauf und los geht's. Die Chemie der Reinigung wird von vier grundlegenden Einflussfaktoren bestimmt: der Kontaktzeit des Reinigungsmittels, der Temperatur, der chemischen Konzentration und der mechanischen Einwirkung. All diese Faktoren sind in Beziehung zueinander und wir müssen für jeden Reinigungsprozess das richtige Verhältnis zwischen diesen Faktoren finden. Zudem kommt noch hinzu, dass die Chemie auch von anderen Faktoren sowie von der Reinigungsmethode selbst beeinflusst wird. Bei der Auswahl der geeigneten Chemikalie werden folgende Faktoren berücksichtigt: die Wasserqualität, die Eigenschaften des zu beseitigenden Schmutzes, die Art der Werkstoffe und Materialien, deren Oberflächenstruktur und konstruktive Gestaltung, die Anwendungsmethode, manuell oder automatisiert, und die aktuellen und zukünftigen Umweltrichtlinien. Beachten Sie, dass davon ausgegangen werden kann, dass sich die Umweltvorschriften auch mal geändert haben könnten. In einer Lebensmittelfabrik verwenden wir Chemikalien zur Reinigung und Desinfektion. Man muss wissen, dass wir in den meisten Fällen Desinfektionsmittel und nicht Sterilisationsmittel verwenden. Das heißt, dass auch nach der Anwendung mikrobielle Population vorhanden ist, aber es durch die Desinfektion auf ein akzeptables Niveau reduziert wurde. Die fünf Faktoren, über die wir bereits gesprochen haben, gelten auch für die Auswahl eines Desinfektionsmittels. Einige Desinfektionsmittel sind von der Wasserqualität stärker betroffen als andere, während andere bei einigen Materialien korrosive Wirkung zeigen können. Es ist möglich, ein Desinfektionsmittel auf mehreren Oberflächen zu verwenden, unabhängig davon, ob Sie mit Lebensmitteln in Berührung kommen oder nicht. Aber man muss immer bedenken, dass Desinfektionsmittel technisch gesehen eine Art von Pestiziden sind. Diese Produkte müssen daher im Einklang mit den geltenden lokalen Vorschriften verwendet werden. Wir fassen zusammen: Die Auswahl der Chemikalien basiert auf wissenschaftlichen Grundlagen. Manchmal mag es nicht möglich sein, die ideale Chemikalie zu verwenden. Also denken Sie an die vier Faktoren der Reinigung. Eine enge Zusammenarbeit mit Experten und Lieferanten bei der Auswahl der Chemikalien ist empfohlen. Danke fürs Anschauen. Mit Ende dieses Modules endet auch der CFS-Online-Kurs Nummer 1, Einführung in die effektive Reinigung. Es war uns eine große Freude, Ihnen diese Informationen übermitteln zu können, und wir hoffen, dass die Informationen Ihnen dabei helfen, Ihre Reinigungsprogramme zu optimieren. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Online-Kurs. Ihr Roger Scheffler.